Der alte Fuhrmann Heinz Kuhsträter mit Karl-Heinz Wolf, dem Pferdefreund. Paul Kuhsträter mit den Vorbereitungen zum sechsten Rennen. Heinz Kuhsträter und Paul Kuhsträter mit dem Stallnachbarn. Heinz Kuhsträter, der am 7.10.89 Jahre alt wurde. Ein Mercedes Oldtimer. An dieser Stelle werden demnächst Oldtimer stehen. Parade für das sechste Rennen. Der Preis von Chateaubriand ist das. Auftaktprüfung zur heutigen V7-Wette. Garantieauszahlung beträgt 10.000 Euro. Und wir starten mit einem Amateurfahren in diese V7. Und wir sehen als erstes Isla mit Paul Kuhsträter. Das ist die Startnummer 4. Direkt dahinter die 5 Lancaster und Thomas Maaßen. Die 2 folgt Kissing Diamond, Thies Cordes. Weiter geht's mit der Startnummer 1 mit Henry Beutensorg und Lisanne Maria Tappe, die heute ihre erste Interimsfahrt absolviert. Hals und Bein dafür. Nächster Teilnehmer ist Quinze Juin, die 8 mit Julia Holzschuh, die 9 dahinter Elan du Goulier mit Katharina Kramer. Die 3 Anbolanes. Paul Kuhsträter mit Isla. An diesem Renntag haben sich verhältnismäßig viele Zuschauer eingefunden. Paul Kuhsträter mit Isla kurz vorm Start. Start zum sechsten Rennen. Erster Zieldurchlauf. Henry Beutensorg kam dritter Stelle. Erste Fahrt heute für die junge Lisanne Maria Tappe. Bis jetzt macht sie alles richtig und liegt da auch ganz nebenbei noch gut im Rennen. Außen ist Kissing Diamond jetzt noch in die zweite Spur gewechselt. Dahinter ist dann Carlos Juan zu sehen. Ihnen kam Elan du Goulier weiter. Tempo hier an der Spitze vorgelegt von Isla. Lancaster bleibt Zweiter und Henry Beutensorg nach wie vor in der dritten Position. Innen außen zieht jetzt Thies Cordes mit Kissing Diamond auf, verbessert die Position und zieht dabei Quinze Juin mit. 22,4 wurden dann noch gefahren für die zweiten 500 Meter. Isla von Lancaster dahinter an der Innenseite auszumachen. Zweite Spur angeführt von Kissing Diamond. Innen bleibt gut dabei Henry. Zieleinlauf des sechsten Rennens. Isla vorne, aber Lancaster kommt. Ist da. Isla innen, Lancaster ganz an der Außenseite. Wird Anne-Boleyn in die Entscheidung geworfen. Isla, Lancaster und Anne-Boleyn. Isla immer noch knapp im Vorteil. Lancaster versucht es, kommt aber nicht entscheidend näher. Isla, Lancaster dann außen, Anne-Boleyn. Aber Isla ist vorne und behält das Rennen. Isla gewinnt gegen Lancaster. Paul Kuhsträter mit Isla im Winner Circle. Thank you.
Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an Trainer Heinz Müller, der am Donnerstag 89 Jahre geworden ist. Bitte einmal hier einen herzlichen Applaus. Wunderbar gelaufen, sagt der Trainer. Paul, ich bin mal gesagt, ich habe gewisse Meinung von der Bayern. Immer vierte Stunde. Heute, ich habe nicht damit gerechnet, dass Hilfe. Die gestehende Gegnerschaft am Start. Ich habe zwei Wochen sind das auch mal gesagt, ob es auch mal wirklich stark. Hey, ich hab rüber. Kommst ins Fernsehen? Genau. Auf